Guten Morgen. Ich bin sehr ergriffen. Was soll man da noch sagen? Also es hat sich ja so ergeben. Ne? Und dann muss man viel Glück haben. Und man muss auch immer wieder Menschen treffen, die willens sind, so mit auf die Expedition zu gehen und was auszuprobieren. Sonst kommt man vielleicht zu vielen Ideen, aber man kommt nicht unbedingt zu konkreten Resultaten, die man dann weiter bearbeiten kann. Außerdem, wenn man es lang genug macht, sammelt sich halt auch was an. Ja? Ich werde nächstes Jahr 80. Mal. Und dann gibt es natürlich die vielen, die mitgemacht haben, die allerdings gewechselt haben, unterschiedlich lang dabei waren natürlich auch, was nicht so ungewöhnlich ist. Ja, so vielleicht mal genug für einen Anfang. Also was Sie gesagt haben zunächst zu dem Thema, das ging mir, also bis dann so dieser Ehrenkranz hier erschien, das hat mir sehr gut getan. Das würde ich, ging runter wie Öl, nicht? Wenn das ein Manifest wäre, würde ich es gerne unterschreiben. Und das erspart mir, dass ich jetzt lang aushole. Ich habe sowas gemacht, bis ich gemerkt habe, vor kurzem, dass da was dieser Art vorgetragen wird. Deswegen brauche ich das jetzt nicht zu machen, spart auch Ihre Zeit. Und stattdessen kann ich reden über das, was wir so zustande gekriegt haben und versuchen, auf ein paar Punkte einzugehen, die Sie jetzt bitte als Ergänzung verstehen wollen. Also Begriffe sind aufgetaucht, natürlich die Konstruktion ist ja klar, im Sinn von Konstruere, Zusammenbauen ist auch klar. Die Architektur, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob die Interpretation, was Architekten so tun, tatsächlich der einzige Zugang zu dem Wort ist, denn man könnte sich ja zum Beispiel auch fragen, wie kommen eigentlich die Informatiker dazu, ständig von der Architektur ihrer Rechner zu reden? Wo ist denn da der Innenraum und die Treppe? Also wir haben ein super Rechenzentrum in München auf dem Forschungsgelände realisiert und da kriegt man, habe ich versucht, aber kriegt man keine vernünftige Antwort auf die Frage, weil die der Meinung sind, das ist ihr Ding, da brauche ich mich doch nicht drum zu kümmern. Oder der Architekt eines bedeutenden internationalen Vertrages. Warum sagt man sowas? Da muss es Gemeinsamkeiten geben, könnte man sagen, in der Außensicht. Ich denke mal, das ist das, was Sie so in etwa in Richtung der Struktur artikuliert haben, nämlich, dass es da durchgängige Ordnungen für hochkomplexe Sachverhalte gibt. Und als neulich ein Medizinerkollege, der auch in unserem Altersstatus ist, sagte, wie schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Mediziner, dann habe ich gesagt, wir machen keine Krankenhäuser bisher. Er sagt, nein, auch Sie gehen mit einem hochkomplexen Gegenstand um, der Wissenschaft und Talent und Sensibilität verlangt. Habe ich gesagt, guck an. Ja, die Nähe zur Medizin, nicht nur Humanmedizin, auch Biologie ist evident, wenn es um die Frage geht, wie komplex ist was, materiell, aber nicht nur materiell und wie viel sachliches Wissen gehört dazu. Und dann kann man natürlich auch sagen, hol doch mal aus und frag noch mal nach der etymologischen Herkunft. Und bei Plato gibt es eine Stelle in einem der Dialoge, es ist nicht im Symposium und auch nicht in der Proletaria, sondern in einer der anderen Schriften, da heißt es, der Architekt, ich übersetze es gleich, muss upas autos ergastikos. Alla Ergaton Archon. Also er ist nicht selbst einer, der das macht wie ein Bildhauer meinetwegen, der sein Produkt produziert, sondern er ist der Archon, also ein Begriff, der häufig vorkommt, zum Beispiel in Anarchie. Archistei heißt eigentlich herrschen. Und da, wo das nicht da ist, herrscht Anarchie. Also ist es jemand, der den anderen sagt, was sie tun müssen, damit das, worum es geht, entsteht. So trivial, wenn man so will. Auf der anderen Seite
glaube ich, ist es sehr schwierig, anderen zu sagen, im Sinne von Leuten, die was umsetzen, selbst ganz konkret, was sie tun sollen, wenn man das selbst gar nicht kann und gar nicht mal weiß, wie es wirklich geht. Wie komme ich dazu, dem zu sagen, was er tun soll? Architekten werden ja auch manchmal, das habe ich schon zu meiner Studienzeit erlebt, verglichen mit Leuten, die große Dinge koordinierend steuern, führen. Also zum Beispiel ein Kapitän, ein Schiff, es hat immer nur einen Kapitän. Das ist nicht ein demokratischer Vorgang, ob irgend so ein Flugzeugträger schwenken soll oder ob er weiterfährt. Oder, sagen wir mal, die Abstimmung in einem Konzert, weiß nicht, der Berliner, der Wiener Philharmoniker, also mag es brillante Solisten geben. Aber trotzdem ist jemand nötig, der nicht nur die Partitur lesen kann, eigentlich im Kopf hat, sondern der die auch genau in der richtigen Weise zum richtigen Zeitpunkt für das, was die Partitur vorschreibt, aufruft dazu und durch das Einüben einsteuert. Da gibt es natürlich schon Analogien und ich habe immer schon gedacht, man müsste mal überlegen, wie eigentlich zwischen dieser Rolle des Dirigenten einerseits und der des Instrumentenbauers andererseits, wie man da Konstrukte zusammenkriegt, Konstrukte, die klären, wo die Grenzen und die Überlappungen sind. Jetzt also so viel mal vorneweg. Dann noch ein Wort zu dem Ergebnis und dem Zustandekommen. Also die Architekten, da kann man mal die Berufsgruppe als Ganzes wirklich meinen, ist ja zuständig für eine gewisse Phase. Also irgendwann beginnt es, wenn konkret genug ist, was denn eigentlich geschehen soll, in welcher Richtung und für welchen Zweck. Und auf der anderen Seite, wenn das fertig ist, irgendwann gibt es eine Schlüsselübergabe, eine Einweihung und sowas. Das heißt, es ist ein prozessualer Ablauf. Aber dieser Prozess ist gar nicht, also sagen wir mal wie ein Ballett oder ein Tanz oder sowas, ist gar nicht das, was erwartet wird von dem, der das finanziert und später haben will für die Nutzung, vielleicht auch in Folge, sondern dieser Prozess hat als professionellen Kern das Wissen, wie das Ding als technischer Vorgang zu entstehen hat. Und dann geben wir es ja ab, nicht? Das sagst du, es ist mein Gebäude. Hat mir jemand übrigens in Hannover, als wir das Dach gemacht haben und auch die Halle 26, ich zeige das dann ja noch, das Dach und das Hochhaus, hat er gesagt, kümmern Sie sich, ist doch Ihr Gebäude. Dabei war das ein Vorstand, das war mir noch nie passiert, so deutlich. Fand ich ganz prima, aber es nimmt einen in die Pflicht. Und insofern kann man sagen, müssen wir uns darüber klar werden, wie mit dieser Begrifflichkeit, Architekt, Konstruktion, Technik umzugehen ist. Nach meiner Vorstellung, die ist nicht originell von mir, sondern die ist im Laufe der Zeit entwickelt von verschiedensten Seiten, gibt es eine Betrachtung, die lautet Technik. Darf man ja mal fragen an der RWTH. Ne? Also Technik heißt ja im ursprünglichen, Technä bedeutet den kunstfertigen Umgang mit der Materie. Technik ist keineswegs die sogenannte nur Technik, was die anderen dann machen. Also ich bin das Genie, ja, definiere, was sein soll, was das Ergebnis, nicht den Prozess, was das Ergebnis sein soll. Und andere, dafür habe ich ja, Zitat, meine Ingenieure, finde ich großartig. Also lassen sie sich auch immer wieder gefallen, das ist erstaunlich. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, muss man das wieder als Aussage relativieren, dass die Arbeit, die wir machen, ja nicht heißt, da gibt es einen Meister und die Handwerker, so wie das mal vor 2.500 Jahren im Großen und Ganzen war. Stimmt auch nicht genau, aber das ist jetzt nicht die Zeit. Aber es ist natürlich so, dass komplexe, große Gesamtheiten im Team entstehen. Und zwar nicht nur im Team, in einem Entwurfsteam, in einem Architekturbüro, sondern zwischen den Disziplinen. Das heißt also, die Kooperation und die Kooperationsformen und der Kooperationszeitpunkt und der Modus
Und die, vor allem die Qualifikation unterschiedlicher Art bei den Einzelnen ist natürlich höchst wichtig. Und alle müssen dialogfähig sein. Und nicht sagen, ich bin Fachmann hierfür, das mache ich, das ist so, das kriegen Sie, wann brauchen Sie es? Ich brauche so und so viel Platz, wir machen das und das System. Sondern du musst als Architekt, so übersetze ich jetzt dieses Desiderat von seinerzeit in Griechenland, der muss als Architekt von all den Sachen, um die es geht, so viel verstehen, dass erstens der andere dich für voll nimmt. Du musst die Kompetenz haben, sonst kannst du den Job nicht machen. Im Sinne des Dirigenten kann man das nachvollziehen. Und zweitens muss dann aus dem Dialog etwas entstehen können, was unter Umständen einen Qualitätssprung nach oben bedeutet und erlaubt, etwas zu integrieren, was wiederum der Ingenieur gar nicht sehen konnte, wenn es ein sogenannter Fachingenieur ist, weil er den Zusammenhang mit den anderen Sachen nicht kennt. Also besteht die Aufgabe im Kern darin, Gestaltung zu machen, der Gesamtheit, holistische Betrachtung. So meine ich jedenfalls. Und jetzt, wenn nun eine Entwicklung sich abzeichnet, wie das in den 70er Jahren war, die immer deutlicher wird, und wenn man selbst sich dafür als zuständig erachtet und verantwortlich, dann kommt die große Frage, was ist denn diese erweiterte Aufgabenstellung? Ich habe das nie im Sinn der Postmoderne verstanden, weil ich das für einen kulturellen Irrweg gehalten habe. Aber es ist jedenfalls klar gewesen damals schon, dass der Blick auf die erneuerbaren Energien, speziell die Solarenergie, ein Kernthema sein würde, was immer, immer, immer wichtiger wurde. Das ist ein Riesenthema, was ich nicht behandeln kann. Ich kann nur in dieser limitierten Zeit jetzt mal einmal durchgehen und Ihnen immer ein paar Hinweise geben an Arbeiten, die wir gemacht haben, in der Hoffnung, dass so als Ganzes vielleicht die Botschaft rüberkommt. Wenn ich das in China zeige, wird immer geklatscht, weil die denken, ich mache jetzt Vorschlag fürs Menü. Das ist nicht so. Sondern ich wollte sagen, nehmen wir das mal als Beispiel für ein Lebewesen, was wir letzten Endes von außen angucken. Also interessiert mich als jemand, der sein ganzes Berufsleben sich mit den Hüllen beschäftigt hat. Natürlich, was sieht der außen, warum sind da diese Knubbel und was haben die Farben zu bedeuten? Das ist eine ganze Menge Fragen. Aber man muss es eigentlich anders ansehen. Karl von Fritsch, der Nobelpreisträger, hat in einem Buch, was mich zu Schulzeiten schon bewegt hat, über die Biologie, Band 1 und Band 2, dargestellt, dass eben so ein komplexes Lebewesen aus einer Vielzahl von funktionierenden Subsystemen besteht, die alle für sich, wurde schon gesagt, funktionieren müssen und interagieren in einer verträglichen Weise. Die sind alle variable Größen. Nicht? Denken Sie daran, wie das, was hier geleistet wird, auch anders sein kann. Und weil das so ist, als Ergebnis der Evolution, deshalb gibt es so eine Unzahl von Lebewesen, die hochspannend sind, wenn man sie im Einzelnen studiert. Nun, sehen Sie mal, was so raus, ich weiß nicht, ob man das erkennt, ich hoffe besser als von hier. Sehen Sie mal, was rauskommt, wenn man bei einem hochambitionierten Gebäude, Sie sehen die Reliefs hier, Sie sehen hier die, vielleicht sehen Sie es, ich hoffe es, die Kapitäle, die Farbgebung und so weiter. Die Hermitage in St. Petersburg bis hin zu den Skulpturen, das ist ja alles kein Zufall, das ist alles Ambition in der Gestaltung. Und wenn man dann sagt, ach Gott, wir müssen die Dächer ja auch entwässern, dann kommen so Dinge zustande wie hier und die gehen wieder rein und gehen wieder raus oder hier und außen rum. Und man kann ja nicht sagen, das übersieht man, das sind Notwendigkeiten, die gehören nicht zum Entwurf. Das ist Quatsch, ne? Also das heißt, man muss sich fragen, was sind die Funktionalitäten, die bewältigt werden müssen. Ich war dann dort untergebracht in einem sehr anspruchsvollen Hotel und habe mir erlaubt, mal den Fensterladen aufzumachen und zu gucken, wo das Tageslicht eigentlich reinkommt, und war dann von der rückseitigen Fassade durchaus beeindruckt. Auch was man hier alles an Themen bearbeitet hat und wie man hier Luftführung organisieren kann, die Abluft und all dieses. Nun, so viel zum Generellen. Jetzt mal ein Haus, was wir südlich von München gemacht haben.
mit einem Themenschwerpunkt, nämlich, es hatte sich jemand gemeldet, der sagte, ich bin Ingenieur, ich habe etwas Geld geerbt und habe ein Grundstück und ich habe kapiert, habe was gelesen von Ihnen, dass man sich um die Sonnenenergie kümmern muss und können wir uns mal treffen. Nach 2, 3 halben Bier war der Vertrag geschlossen und ich habe gesagt, mich interessiert, wie es geht, wenn man nicht nur, um Energie zu sparen, das A-zu-V-Verhältnis optimiert. Also am Schluss haben wir lauter Kuben rumstehen mit dicken Pullover, die im Sommer brüllend heiß werden und keiner will schuld sein. Also eine funktionale Form, ein Holztragwerk, eine Ebene, wo der Regen abläuft und wo man jetzt, damals konnte man es noch nicht bezahlen, jetzt leistet es viel mehr und ist viel billiger, Photovoltaik reinsetzen konnte, das schützt gleichzeitig das Holztragwerk. Die Hülle innen, die gedämmt ist, ist das da. Das ganze Haus ist 3,90 Meter breit. Ich wollte nämlich mal wissen, kriegen wir das hin, dass wir, wenn die Sonne flach scheint im Winter, das bis in jeden Raum hineinreicht. Und das kann man auch aufzeichnen, da sieht man das, was ich gerade beschrieben habe. Aber was machen die Architekten normalerweise? Definieren sie ja den Endzustand. Der Bauherr sagt ja nicht, wie das Haus am Schluss ist, ist mir egal. Hauptsache, das, was da abgeht, ist spannend. Habe ich noch nie erlebt. Wenn man Glück hat, interessiert sie beides. So ist das. Also hier unten ist der Keller, dann kragt das aus, dann geht es hier weiter, dann kragt das aus und da dann nochmal. Und damit haben wir dieses Ding sozusagen, haben ihm eine Gestik gegeben, die auch gewollt war. Und Sie sehen es, das zeigt sich dann in dem hier, und da genügt der Begriff Konstruktion nicht, aber auch nicht Entwurf. Denn ich glaube, man kann vielleicht sagen, das, was die Räume bildet, deswegen bauen wir ja. Ja, Bauten sind ja technische Großgegenstände, in jedem Fall groß, weil wir reinpassen müssen, um was zu machen, sonst ging es ja auch so. Also Großgegenstände, bei denen die Raumgröße, Dimension, Wirkung, Temperatur, Feuchte, alles, was Sie wollen, Strahlungsverhältnis, im Unterschied zu dem, was außerhalb ist, was die gleichen Kategorien hat, aber in anderer Dimension und zu anderen Zeitpunkten. Da gibt es auch die Helligkeit, da gibt es auch die Luftbewegung, da gibt es dann auch die Feuchte und so weiter, das ganze Spektrum des Wetters. Das wollen wir über die Hülle. Ja, ich versuche jetzt ein bisschen beim Durchgehen immer auf diesen Zusammenhang hinzuweisen, zwischen dem, was man selbstverständlich zu leisten hat, dass das Gebäude funktioniert oder dieses bauliche Konstrukt funktioniert und der Gegebenheit, dass wir mit einer, will nicht sagen neuen, aber doch deutlich erweiterten allgemeinen Aufgabenstellung konfrontiert sind. Das heißt, nicht nur die klassischen Kategorien des Vitruv oder die Meinungen von Alberti oder der Rückblick überhaupt auf das, was in der Renaissance sich bereits gezeigt hat als Kombination aus Kunst und Wissenschaft, sondern wir müssen nicht nur uns zum Beispiel dafür interessieren, wo kriegt man was her, sondern wir müssen uns für die Kreisläufe der Materialien, der baulichen Prozesse und so weiter interessieren. Und da gibt es eine Riesenmenge zu tun, das ich gar nicht jetzt leisten kann zu besprechen, vor allem weil die Zeit nicht reicht. Das ist gar nicht möglich. Aber ich will Ihnen nur das Stichwort geben. Use ist klar. Aber dann wieder mit Montage, eventuell mit Demontage, eventuell mit Remontage. Und Translokation für woanders. Gibt es Beispiele? Also vielleicht kann man am Rande des Geschehens über so Sachen nochmal reden. Jetzt mache ich mal hier weiter. Also bei diesem Gebäude wollte ich Sie nur hinweisen auf diese für mich damals interessante Fragestellung, zwei ungleich große Gebäude, bei denen die flachstehende Sonne im Winterhalbjahr tatsächlich durchscheint bis ganz nach hinten. Und das haben wir durch, Michael Volz war da mein Partner, durchexerziert. Inzwischen ist das ein Urwald. Wir hatten auch gelernt, dass man solche innenliegenden Grünräume
so machen muss, dass man sie, sobald es das Wetter erlaubt, nach außen zieht. Wir haben eine Menge Forschungsgeschichten reingesteckt, um rauszukriegen, wie lange im Jahr man in unseren Breiten das so nutzen kann. Es gibt ganz viele Unterfragen dazu. Und inzwischen haben wir auch gewusst, dass man Höhe braucht, damit sich was entwickeln kann. Deswegen geht es bis zum Dachraum durch. Auf der Südseite, Süden ist, wie es sich gehört, unten. Wenn Sie an diese Stellen hingucken, da sehen Sie, das sind geschlossene Felder dazwischen. Und der untere Teil dieser Felder ist dunkel, im Gegensatz zu den oberen. Wir haben da was erstmals ausprobiert. Der Bauherr war sehr, das Ingenieur war sehr interessiert davor. Ja. Und zwar, was passiert denn, wenn man ein und dasselbe Ding bei gleicher Exposition mit unterschiedlichen Farben bestückt? Und schauen Sie mal die zwei Zahlen an. Das ist gemessen an, nicht von uns, sondern von Kollegen vor Jahrzehnten schon, an gemauerten Wänden. Das ist glattweg eine Differenz von 100%. Und da hat nun Freiburg, das sind die Leute vom Institut Solare Energiesysteme, mit denen ich seit gegründet wurde, eng kooperiert habe, bis vor ein paar Jahren, als das dann mal zu Ende war. Also Masse, Fertigteile aus Masse, die speichern kann. Von so viel muss man wissen, um sich klarzumachen, dass es was bringt, wenn man transluzente, ganz leichte Wärmedämmung davor tut, die Wetter schützt, muss man Acht geben auf Expansion bei Temperaturwechsel. Und wenn das auch noch matt ist, dann kommt man zu diesen Resultaten. Das sind in dem Fall, es gibt x Varianten, aber das ist Polycarbonat, sowieso Trinkhalme in der Größe. Im Innern von so einem Röhrchen wird einfallendes Licht transportiert durch Multireflexion bis auf die innere schwarze Oberfläche. Wenn die Strahlung weg ist, ist es nur Dämmung. Und das heißt, wenn man es vergleicht, dann ist die opake, normale Dämmung sorgt ungefähr für so eine Art von Temperaturverlauf, wenn das zwischen innen und außen Gefrierpunkt, wie die letzte Zeit jetzt ist. Und hier sehen wir den Effekt, der rein rechnerisch rauskam zunächst mal bei der schwarzen Beschichtung. Gleiche Differenz, Temperaturverlauf völlig anders. Wir haben also hier die erste Anwendung in Europa machen können bei diesem Gebäude auf dem Festland. Es gab so ein Stückchen in Glasgow beim Jugendheim, aber und dann eben hier für dieses Gästehaus versucht, das in die Front reinzukriegen. Dahinter musste durch viele Varianten herausgefunden werden, welche Mächtigkeit bei welchem lokalen Klima an Einstrahlungsgewinnen da sein kann. Die Kanten des Gebäudes sind anders, weil da erhöhte Wärme abtrifft ist. Die werden deshalb auch anders genutzt. Und Sie sehen, dass dahinter ein anderes Ding steht, was wir jetzt gleich noch besser sehen, nämlich in dieser Art, das sind im Grunde zwei Gebäude. Das steht vor dem hinteren. Und das vorne ist Masse und gemacht aufgrund der spezifischen Nutzung für einen vielstündigen Aufenthalt, nämlich um zu schlafen. Und der hintere Teil, da wussten wir, wie Kalksandstein, hier ist diese Dämmung. Das ist nicht tragende Wände, das kann man verändern, passiert nächstens auch mal wieder. Es ist aber schon über 25 Jahre in Gebrauch. Und das ist ein anderes Gebäude. Ich habe sogar bewusst das Raster versetzt um die Hälfte, damit die Autonomie sich artikuliert. Und da ist Kurzzeitaufenthalt. Toiletten, Duschen, Lager, drei Treppenhäuser, der Lift. Alles, was kleinformatig ist und so unterzubringen. Das heißt dann zum Beispiel auch, andere Luftwechselraten bei Duschen, die hier drin sind, zwölffacher Luftwechsel im Gegensatz zu anderthalbfachem hier, heißt natürlich eine ganz andere Art von Installationen und bedeutet auch natürlich Wärmerückgewinnung auf der Seite, dann Enthalpie, angereichert mit Feuchtigkeit in der Luft. Und es muss die erwünschten 21, 22 Grad genau 3 Stunden am Tag haben, morgens und abends. Meinetwegen 4 von 24. Warum soll ich denn die Restzeit auf dem Niveau halten? Wenn ich es runterfahren kann auf 16, dann muss ich natürlich eine Heizung haben, die sofort anspringt und sofort was bewirkt.
da kann man nicht einen halben Tag warten, bis das Bad warm ist, sondern in der Zeit, und das heißt, ich brauche ein System, was über Luft funktioniert, mit Oberflächen der Räume, die hochgradig reflektieren, kaum was absorbieren. Wir brauchen keine Speicherung, genau im Gegensatz zu dem, was hier ist. Aber es ist schon eine Zeit her, als wir es gemacht haben. Die Nordseite ist, ist verschalt, hochgradig gedämmt, mit wenigen Lüftungsklappen. Warum müssen die Fenster ausgerechnet, wo man rausgucken kann, die Sonne reinscheint, die Stellenseite, wo die Luft rein und rausgeht. Das ist überhaupt nicht einzusehen. Und je schwerer das Glas ist, weil das Mehrfachscheiben sind, und je größer die Scheiben sind, kostet auch weniger, weil es weniger Zeug ist außenrum, umso komplizierter ist das mit dem Bewegen von den Dingern. Das macht Sinn in einer Lochfassade, wenn es nur die Löcher gibt, aber doch nicht bei einem Leichtbau. Das muss es ja sein, der hochgedämmt ist. Deswegen haben wir die Klappen gemacht, so rum, damit, wenn es regnet, das auch offen sein kann. Und dann ist das oben so gemacht, dass es aufmacht, dann geht das Licht durch und man sieht die ganze Technik hier oben drin, damit die jungen Leute, Platz für 100 Schüler, von den niederbayerischen Schulen, die da kommen und eine Woche oder zwei dort sind, damit die sehen, was da los ist. Weil im, unten haben wir meine Frau so ein Ding gemacht, ein Display, wo man die ganzen Temperaturen ablesen kann, die dann entstehen bei diesem Teil, dem nördlichen, der sozusagen der aktive ist, in dem Bild hier der untere, nicht? Da oben diese Maschinerie, da sind die Kollektoren, kurze Wege, wenig thermische Verluste. Und das ist der passive Teil, die starke Dämmung und ein Dach, was erlaubt, dass man eine ebene Decke haben kann, aber das Wasser eben runter geht auf einfache Weise. Also irgendwo war ein Bericht, dass Eisbären weiße Haare haben und die hohl seien, was wohl darauf zurückzuführen ist, dass die Natur schon ein bisschen früher auf die Idee gekommen war, dass man das so verwenden kann. Eisbären haben eine schwarze Haut. Ne? Das wussten sie vielleicht gar nicht. Ich wusste es auch nicht. Wir haben auch nicht gesagt, wir müssen das prüfen. Das war uns ein bisschen zu riskant. Wir haben einfach gedacht, für was gibt es Wildbiologen? Ich meine, das ist ja auch ein Beruf. Und kann natürlich schwierig werden für die Eisbären in Zukunft, nicht? Weil das Eis weg ist. Weil dann sieht man sie. Bisher war der Trick ja, dass die Robben nicht sehen, da kommt einer. Aber na, ist anders. Das sind vom Fraunhofer-Institut gemessene Temperaturen. Also diese ist so erstaunlich. Nicht? Das ist die Außentemperatur. Sie sehen schon, das ist knapp oberhalb und knapp unterhalb des Gefrierpunktes. Und die innere Lufttemperatur, die man da so wahrnimmt, die ist in einem moderaten Bereich. Und wichtig ist nur, dass man diese Spitze, das war an einem 5. Januar, wo die das gemessen haben, die lagen bei über 75% an der schwarzen Oberfläche. Ich hatte Sorge, ich habe bis heute kein Detail veröffentlicht, weil ich immer noch weiche Knie kriege, wenn ich überlege, was geschieht mit den Dübeln, wenn die schmelzen oder weich werden. Aber ich habe immer wieder angerufen, ob es, ja. Aber denn das sind ja Theologen, keine Baufachleute. Aber das ist der entscheidende Punkt, der Zeitversatz. Das heißt, das heizt sich auf und auf und auf. Und hier ist aber schon Nachmittag. Und dann ist es die Oberfläche noch so warm am nächsten Tag. Das passiert also durch Automatismen. Das geht von selbst. Das ist einfach wetterabhängig. Kritisch ist es dann, wenn das auch im Sommer so passiert, was natürlich normalerweise der Fall ist. Das gab dann eine ziemliche Diskussion. Ich habe die persönliche Haftung übernommen dafür, dass wenn wir da schon das Set machen, die das halbe Jahr unten sind und dann hochkommen, dass das reichen muss. Und am Schluss habe ich Gott sei Dank auch recht behalten. 89, 92, Wilkan, also eine wunderbare Auftraggeberseite. Frau Otto hatte diese Dinger entworfen und wir hatten, es gab einen eingeladenen Wettbewerb, den ich gewonnen habe damals und dann war das plötzlich so und Fritz Hahne sagte, ja was ist denn das komisch, es kostet Mordsgeld, nur damit es anders aussieht, die Architekten und so. Und ich habe ihm das dann erklären können, dass wir hier oben eben die Lüftung organisieren, mit Querströmung, dass die Einzelräume, braucht ja immer irgendwo die kleinen Räume, dass wir die zusammenfassen, damit wir auch im Innern dann entsprechende Qualitäten kriegen. Denn wir haben, das will ich mal dazwischen sagen,
Das sind alles technische, funktionale Sachen, so wie dieser Feuermelder, ne, oder Teekochermelder, sagt man besser. Und das heißt, mit technischen Mitteln, sei es die Masse, sei es was sich bewegt, was gesteuert wird, was immer, werden die Funktionen für das Rauminnenklima reguliert, beeinflusst, verändert. Und umgekehrt, um aber dieses Konstrukt, das was auf dem Plan, wenn Sie an das Projekt vorher denken, was auf dem Plan schwarz ist, ich sage die Konstruktion, was hell ist, ist der Raum, dessen wegen wir es bauen. Also, da muss ich eben die Konstruktion erklären, weil die Gestalthaftigkeit mitbringt für das Ganze. Und das heißt eben bei transluzenten Gläsern, die werfen hier rein, die Helligkeit bei ziemlicher Tiefe. Und das sind immerhin 30 Meter. Das ist der entscheidende Punkt. Mit Kurt Stepan in München als Ingenieur haben wir das entwickelt. Das heißt also, die Längsaussteifung über die Windverbände, das ist in Stahl in Kombination mit der Unterspannung dieser Holzträger, die sonst Riesenapparate geworden wären, damit wir über diese 30 Meter Spannweite gut hinkommen. Also ist das Ganze eine Mischung aus Holzbau und Stahl. Stahl dort, wo er am besten eingesetzt ist, nämlich für Zugkräfte in dem Fall, und das Holz für Biegung und Druck, Torsion ist kaum da. So, dann kann man die Südseite verwenden, wo die Rein- und Rausfahrgeschichten sind. Und da haben wir dann gesagt, na wenn schon so ein Vordach, dann machen wir mal Photovoltaik drauf. Das war damals noch ganz neu. Was jetzt kommt, ist ein ziemlich bekannt gewordenes Gebäude. Es war ein internationaler Wettbewerb, kombiniert Architekten mit Tragwerksingenieuren. Und da hat man das Glück zu gewinnen. Und wie geht sowas dann, wenn man die Ziele hat, reduziert drastisch fossile Energieverbräuche, macht die Heizung so gering wie möglich, weil so schön dieses Ding einem vorkommen mag, und es hat ja auch fantastische Beispiele in der Dimension von Gewächshäusern, wo man wirklich aufs Mindeste geht, wie Libellenflügel so leicht. Das wäre heute völlig undenkbar, nicht? Das geht ja nur, weil die Scheiben aussteifen. Die sind eingekittet und bilden dadurch einen Verbund und sind Schalen, Gitterschalen im Grunde. Wäre heute, wo man die ganzen Randverbundprobleme hat, völlig undenkbar. Hat man solche Rahmen außenrum. Ein Kollege ein Engländer in Wien hat gesagt, what Germany suffers from is the fat window frame syndrome. Da ist was dran. Also die in Schottland, ich war hin und her gerissen von der Schönheit dessen. So, aber wie geht's jetzt, verdammt nochmal? Ein sehr großes Gebäude, 200 Meter lang, 80 Meter freie Spannweite, was Sie hier sehen. Also die Vorstellung, mit Tageslicht optimal die Exponate auszuleuchten und für Veranstaltungen da zu sein, aber vermeiden, diesen Großkollektoreffekt, das ist ja im Sommer nicht benutzbar. Nicht? Wenn ich da jetzt gute Gläser, mehrlagige Gläser habe, dann wird es ja so brüllend heiß, da kann man ja niemanden mehr, auch Sahara-Bewohner, nicht mehr einladen. Nicht? Also völlig hoffnungslos. Also musste man Luftwechsel haben, aber vor allem die Ursachen wegkriegen und trotzdem die Belichtung hinkriegen mit natürlichem Licht. Und dann gibt es noch was Komisches, das sind diese Fußpunkte hier unten. Also wie kann man denn Bögen von der Spannweite und bei den Lasten, wie kann man die denn so machen, dass man es unten ausmagert? Das muss ja verkehrt sein, zunächst mal. Das ist kurz, kann man nicht sehen. Das zeigt noch so ein bisschen die Größenordnung. Also es durfte schon nichts schief gehen. Das ist für 1200 Leute, dann, das ist zweigeschossig innen drin, geht auch so runter, nochmal 600. Da sind über 3000 Leute möglich. Veranstaltung, seit das Ding steht, ist es ununterbrochen jetzt seit 25 Jahren in Gebrauch. Und eine Cash-Cow für die Stadt. Und die dachten, es wird ein Zuschussbetrieb, weil sie Theater, Ausstellung kostet immer Geld. Ne? So, und jetzt sieht man hier etwas Wichtiges. Da ist ein Längsträger, klar, für die Verbindung. Wir haben eine offene Garage, Durchlüftung auf natürlichem Wege, rundum. Und wir haben den großen Bogen und hier oben an der wärmsten Stelle natürlich geht die Luft raus.
das sind Lamellen, die aufgehen und die Abdeckung ist entsprechend lang, hat die Breite von einem Flugzeugflügel und stellt sicher die Ventilation. Also nochmal zu dieser Frage des horizontal ankommenden Drucks, das kennen wir ja alle von irgendwelchen Brücken, ist klar, so haben wir auch im Wettbewerb das noch gezeichnet, da wo man dann Bänke macht und Leute sitzen können, aber da wollen ja gar nicht 50 Leute immer so Quatsch, ne? Ich sage, wir sind ein bisschen bescheuert. Die Brücke ist deswegen so, weil die Schiffe da durchkommen müssen. Aber es gibt ja, mit Bogen kann man ja auch anders umgehen. In dem Moment, wo man das da unten zusammenhängt, kriegt er eine ganz andere Funktion. Pfeil und Bogen, also dann haben wir das so gemacht. Dann haben die unten aber zusammengehängt und damit hat sich das am Auflager entsprechend drastisch reduziert. Wann das Lernen im Windkanal, Sie merken, wie alt das Projekt schon ist. Damals hatte ich die Haare noch offen getragen. Aber das sind 7,20 Meter. Und das sind die Lamellen. Das ist gemacht, damit, wenn Wind draufsteht und es regnet, dass das dann nicht da reinkommt. Also es ist verblüffend. Ich war mit Richard Rogers und Norman Foster zusammen dort und noch einem gemeinsamen Ingenieur, die das sehen wollten. Und dann war die Frage, kann man hier mal auf den Knopf drücken, dass man das beobachtet, das dauert nur Sekunden, dann ist die Warmluft weg, was nachströmt vom Boden her. Also Quelllüftung vom Boden in Verbindung mit dem hier oben. Venturi-Effekt, wie zwischen Fock und Großsegel. Diese Dinger hier sind nötig, weil wir ja natürlich im Winter die Warmluft absaugen und über die Wärmerückgewinnung dann wieder von unten zuleiten. Aber was der ganze Trick für dieses Ding, was bewirkt hat, dass es tatsächlich aus einer Brown Area etwas gemacht hat, was ein neues Stadtviertel ist, was bestens funktioniert, sehr, sehr gut angenommen ist mit vielen Neubauten, das ist 16 mm hoch. Und Bartenbach als Lichtplaner hat mir gesagt, ja, die Solargeometrie haben wir im Rechner, das können wir. Die machen wir oben drauf, so aus Blech, und dann ist es gelöst. Da habe ich gesagt, wunderbar, dann wird es, wie viele 100 Punkte sind es der Befestigung und was ist bei Temperaturschwankungen? Natürlich läuft da, kann man viele Kübel kaufen, die man unten reinstellen, kommt nicht in Frage. Reinigen geht auch nicht. Ja, und dann muss innen rein, so Tiroler, dann werden wir es innen eingeben, hat er gesagt. Und dann habe ich gesagt, noch besser, da haben wir im Sommer eine Deckenstrahlungsheizung, hätten wir sonst gar nicht, geht nicht. Ja, dann müssen wir es lassen. Da habe ich gesagt, nein, du musst es anders herstellen. Das heißt, ich muss mich mit technologischen Fragestellungen beschäftigen. Ich muss, wenn ich in neue Bereiche reingehe, aufgrund von neuer Thematik, wissen, wie kann ich ein Repertoire mir zu eigen machen. Und dazu muss ich darüber nachdenken, welche Prozesse erlauben das. Was in Veröffentlichungen auch von seriöser Seite immer wieder behauptet wird, dass das Prismen werden, ist Quatsch, ist völlig falsch, sondern es tritt vom nördlichen Teil der Hemisphäre das Licht durch, was von oben oder von der Schrägen kommt, wird retroreflektiert. Das heißt, das ist ein optisches Instrument, das ist aber nur 16 mm hoch. Und ich habe ihm gesagt, wie man das herstellt, weil man muss heutzutage meiner festen Überzeugung nach in den industriellen Produktionstechniken zu Hause sein. Nicht endlos kompetent, aber so, dass man mit den Herstellern, mit Maschinenbau reden kann, bis es wirklich stimmt. Sie sehen das gekurvt, 220.000 Stück. Man braucht gar nicht von Riesenserien reden. Ein Gebäude kann das leisten. Und das gibt auch eine neue Ästhetik. Wenn Sie da zum Himmel schauen, sehen Sie weder Flugzeuge noch Schwalben fliegen. Und wenn man nach Norden schaut, dann plötzlich sieht man durch. Nach Süden ist es reflektiert. Das ist der Blick direkt gerade von unten nach oben, wie Perlmutt. Das setze ich sofort. Die Kunst innen drin ist ein eigenes Thema. Wunderbare Arbeiten von Nikolaus Lang und Rainer Wittenborn über das, was wir Industrieländer auf der anderen Seite des Globus anstellen. Was dabei kaputt geht, das fanden die, sei angemessen, haben einen Wettbewerb gewonnen, Kunstwettbewerb. Das ist die Halle 26 in Hannover, die ist doppelt so groß in der Fläche und es ist natürlich,
die Frage, ist es eigentlich ein Stahlbau? Ich habe einen Stahlbaupreis bekommen oder ist es ein Holzbau? Und ich habe gesagt, was ist denn das hier eigentlich? Ich habe mir so eine Skizze gemacht und habe gesagt, dieses, was ist das falsch? Oder die ideologisch sagen, nur noch Holzbau. Die müssen insistieren, dass die Seiten künftig und die Wirbel auch aus Holz gemacht werden. Unbedingt. Ja? Das ist ganz klar. Und umgekehrt genauso. Also das ist Unfug. Aber man sieht, die Kombination ist durchaus möglich, sah man ja schon bei der Wilkan-Fabrik. Nur hier haben wir jetzt das Thema wirklich ausgereizt. Das sind Österreicher, also die wussten, wie man oben in größeren Höhen, das ist 25 Meter hoch, sich bewegt, ohne runterzufallen. Und vorgefertigte Paneele, die da verlegt wurden, Jörg Schleich hat die wesentlich mitgetan, war sehr überzeugt davon. Und Sie sehen die Teilfunktionen, die Lüftung im Winter muss auch gehen, wenn da oben zu ist, wieder so ein Venturi-Effekt, die geht von selbst eben nach oben und dann raus. Sonnenstrahlung, das ist so wie in Linz, aber nur das Stückchen, wird verschattet, geht nur da oben durch, ein Stück weit, wird dann reflektiert. Das Wasser läuft runter zum Tiefpunkt und die sind verschieden lang, diese Seile. Das heißt, es geht auch nach außen, das ist konvex. Und damit läuft das gesamte Regenwasser nach der Peripherie und muss dort draußen nur gefasst und abgeleitet werden. Aber natürlich abgeschnitten, damit man sieht, was los ist. Wenn es da richtig platscht, habe ich einen Spaß, weil da kommt eine Kaskade runter. Ja, so teilt sich dann diese Ausstellungskathedrale mit. Und dann zu diesem Thema Luft. Wir hatten eine Arbeit gemacht, die eine Doppeltankstelle, Tank- und Raststätte betraf. Und bekam den Auftrag zur Umsetzung, das ist der Gastraum und da ist das ganze Servicezeug und Toiletten und sowas. Und nun die Schwierigkeit, wie geht sowas als anständige Konstruktion, dass das nicht irgendein Gewürge wird, wo dann jemand sagt, na so geht's doch und so weiter. Wie kann man das wieder thematisieren? Was Sie auch da sehen, sind da solche Paneele obendrauf. Also das ist, der Trick war der, das ist eine schlappe Neigung. Man hat uns gesagt, ihr müsst das Ding fürs halbe Geld hinbringen von dem, was die Autobahndirektion geschätzt hat, sonst dürft ihr es nicht bauen. Und da haben wir gesagt, naja, dann müssen wir mal schauen. Ne? Haben es auch hingekriegt, aber wir haben zum Beispiel eine Menge Installationen weggelassen, weil wir gesagt haben, also Regen will von oben nach unten, solange die Schwerkraft funktioniert. Also bei dieser Form kippt es, wenn ich so kippe, läuft alles nach da hinten. Was heißt, ich habe nirgendwo Durchdringungen vom Dach, spart Geld und Risiken und es läuft alles ab. Aber die Luft muss ja zum Hochpunkt kommen. Aber der Innenraum wird schlecht wahrscheinlich. Ne? Wie geht denn, denn Komposition heißt ja, das Wort Komposition, das ist auch mit dem Italienischen für la composizione di una cosa, wie ist das zusammen gedacht, die betrifft die Gesamtwirkung, aber ich würde sagen tendenziell eher vom Raum her, dass man sagt, wie funktioniert das, aber natürlich auch, was hat es für einen Ausdruck, sagt aber nicht unbedingt, wie ist das genau gemacht. Die Konstruktion, die muss natürlich dann wissen, dass man das am sinnvollsten mit lösbaren Verbindungen macht, den Querschnitt, den Chancen für die Ausdrucksfähigkeit, die Mitteilung, was passiert. Ich kann nicht nur sagen, ich weiß es, ich habe mich mehr als die Laien und die Besucher und so beschäftigt damit. Das geht nicht. Die Bauten, wenn man schon sagt, die Sprache der Architektur, dann würde ich sagen, in Zeiten, wo wir anders denken über dieses Thema der Ressourcen und Energie, dann ist der Job klarzumachen, was ist die semantische Botschaft? Was muss sich zeigen? Und hier zeigt sich, denke ich, dass wir einen Raum haben wollen, der eine gewisse Ungleichheit hat wegen dieser Zuschnittsform, aber trotzdem ihn stabilisieren müssen, optisch vom Innenraum her. Aber die Luft muss durch, weil wir ja wissen, haben wir gesehen, die Luft geht zum höchsten Punkt. Also, was macht man? Wir haben einen Trägerrost, einen vierlagigen, der die Richtungen aufnimmt von diesem komisch zugeschnittenen Teil. Also es ist jeweils eine Trägerlage, damit ist das neutralisiert und nicht so eine Verlegenheitslösung, wo was abgeschnitten ist, sondern es generiert sich sozusagen aus der Geometrie. Aber das ist
sehr wohltragend, also kein Fake oder Quatsch. Und die Bolzen, die da durchgehen durch die vier Lagen, das sind also knapp 90 cm im Ganzen, die sind verlängert bis da oben hin, nach dem Motto. Ich habe gesagt, wir machen einfach diese Rundquerschnitte länger, und zwar in der jeweils nötigen Form, und dann hält es uns da oben die Fläche. Und das gibt, wird dann im Innenraum auch wirksam zu den verschiedensten Zeiten. Und wenn man jetzt auch noch den hohen Bereich so macht, dass man den Deckel hochheben kann und wieder runterfahren im Winter, das heißt also, dass man diese Art der Lüftung, wie wir es gesehen haben, macht, dann hat man das, da ist er jetzt gerade unten zum Beispiel, sieht man da. Und das ist die Photovoltaik hier oben drauf, die genau dann Strom liefert, wenn wir sie innen brauchen, um Warmluft an den langsam laufenden Ventilatoren nach unten zu bringen wieder im Winterhalbjahr. Das heißt, die Energieverbräuche sind minimal. Da sehen Sie die Innenraumwirkung, der Raum wird so in der Weise stabilisiert, das Licht kommt durch. Und dann haben wir gesagt, also mit dem Auftrieb kann man noch viel mehr machen. Und das ist eben Ende der 90er Jahre gewesen, das damals höchste Haus in Hannover für die Messe. Und das hat nun den Kern, den man üblicherweise innen hat, nach außen genommen. Damit verschattet es uns den ganzen Teil. Der Rest ist voll verglast bis oben hin. Am höchsten Punkt wird dann die Abluft rückgewonnen und wir benutzen die Höhe im Sinne des Auftriebs. Und in der norddeutschen Tiefebene muss man anders denken, da weht der Wind mit Kraft, aber wo weht er denn hin? Wenn man die Kraft aktiviert für das Gebäude, dann können wir sagen, außenrum, wir holen uns immer die Frischluft von der Stelle und in der Intensität, die genötigt ist für innen. Und das machen wir mit baulichen Mitteln, baukonstruktiven Mitteln. Und wir nutzen die Höhe, weil halt nur mal die warme, ist gleich leicht, Luft nach oben geht. Nutzen oben die Durchströmung als Antriebskraft und die Wärmerückgewinnung. Das heißt, es geht dann, wenn wir eine Doppelfassade machen, bei der wir gezielt die Öffnungen mit Flaps einsetzen und wissen genau warum und erzeugen einen leichten Überdruck in der Zwischenzone. Da können wir auch die Trennwände anschließen, ohne auf irgendwas Rücksicht nehmen zu müssen von der Außenfassade oder Standort unterstützen. Und das bedeutet, das Thema natürlich im Sommer Vollverglasung bei einem Hochhaus heißt ja zwingend, du musst die Wärme, die Verschattung haben, ne? Ist klar. Aber das geht innen mit solchen Dingern. Das kostet ein Fünftel oder noch weniger von dem, was Außenschalusetten gekostet hätten. Und dann kann man aber innen, wenn die Decke einfach durchmarschiert und da keine Brüstung deshalb mehr nötig ist, wegen Brandüberschlag, konnten wir das alles mit Holz machen und Schiebetüren. Jeder kann an seinem Arbeitsplatz in dem ganzen Haus mit Schiebetür sagen, wie viel Frischluft, ein bisschen kühler oder wärmer, haben will oder nicht haben will. Das heißt, die Gewerkschafter und Betriebsräte waren alle happy damit und der Vorstand auch. Wir haben 1 Million zurückgegeben, die wir nicht gebraucht haben. Es gab Polemik gegen mich, dieser Kerl, der verlangt von seinem Bauherrn, dass er 2 Fassaden zahlt. Man muss Gesamtbetrachtungen machen. Nicht die Lösungen addieren zu den sowieso vorhandenen Kosten. Da wird es ja immer mehr. Man muss Sachen bewusst weglassen können, damit man das Geld hat, Dinge anders zu machen. Zum Beispiel transluzente Dämmung oder auch diese doppelten Fassaden sind's, hat ja auch den Vorteil, dass die nur noch so breit sind da außen. Die müssen gar nichts können, außer das Glas zu halten. Und wenn man die Decken so dünn macht, keine abgehängten Decken und keine aufgeständerten Böden, weil die Installation mit der ganzen Lufttechnik anders funktioniert und man die elektrische Installation über die Fassaden Sockel machen kann, oder über gezielte Auslässe in der Bodenkonstruktion. Bauteilaktivierung haben wir das erste Mal gemacht zu der Zeit. Das heißt, man nutzt die Betondecken als den Wärmespeicher, der dann abends geladen ist und mit Nachtkühlung, mit freier Kühlung kriegt man die Wärme raus. Das mit Gerhard Hausladens Büro gemacht. So, und das haben wir dann ganz stark übertrieben. Ich marschiere da schnell durch, das dauert zu lang, weil sonst... Wir haben Teile entwickelt für lineare Belichtungen in Modellen und das Büro Latz hat dann sehr schöne Begrünung von
Dächern gemacht, wir haben ein Ziegelfassadensystem dahinter, Lüfteres, was sehr kostengünstig ist, und wir haben diese merkwürdigen Dinger auf der Südseite. Und die haben einen Mehrfacheffekt, nämlich da, wo es nötig ist, bei bedecktem Himmel Licht einzulenken durch reflektierende Oberflächen. Das sieht man hier im, hoppla, sieht man hier im Schnitt. Diese, ja, das kommt so an, wird genau da reflektiert und geht in die Raumtiefe, wodurch man die Zusatzergänzungsbeleuchtung spart. Da unten sehen Sie, das ist ja wie eine Fußbodenheizung, nicht? Das wird natürlich extrahiert, die Wärme über das Wasser. Das kann ja viel mehr aufnehmen als Luft. Und wenn die Sonne drauf knallt, dann geht es in die Position, verschattet, aber ist noch nicht schwarz, lässt begrenzt, das sieht man an diesen, das war der falsche Knopf. Ja, also das sieht man an diesen Dingern hier, wenn die in der Vertikalposition sind, dann wird die Strahlung nach oben geworfen, auch wieder nach innen. Das auch wieder mit Bartenbach. Sie sehen den Effekt im Sommer, da sind die Dinger noch oben, werden erprobt, und hier ist es unten, und Sie sehen, wie das dann verschattet wird. Von innen wird es keineswegs dunkel, aber die Elektroinstallationen sind natürlich da. Und dann ist auch so, dass natürlich die schweren, großen Gläser, aber das sagte ich schon, die lässt man am besten in Ruhe. Dann kann man Flaps machen, die man für individuelle Lüftung macht. 50.000 Quadratmeter Bürofläche, keine Klimaanlage. Da glauben Sie nicht, wie ich beschimpft wurde. Dieser Idiot, also südhessisch, ich war mal in Darmstadt, deswegen kann ich den Dialekt so ein bisschen. Der hat gesagt, wo hat er den Idiot da her, denn der Architekt, wie heißt der? Und der hat gesagt, keine Ahnung, keiner von der Kollegen wird da reingehen. Also es war schwierig, den Bauherrn bei der Stange zu halten, aber er hat es gemacht und deshalb gebührt ihm alles Lob. Wir hatten alle Flächen, die nötig waren, untergebracht. Das war schön, wir hatten eine Höhendifferenz zwischen den Straßen. Es gibt einen freien Raum da unten drin. Und das ist immerhin ein nicht von uns erarbeitetes, sondern von DS-Plan, einem der ganz seriösen Büros in Deutschland, gemachte Darstellung. Als wir anfingen, waren wir so um den Dreh rum. Verbräuche, und wir waren festgelegt darauf, dass wir das einzuhalten hätten mit ein bisschen Toleranz. Und ich habe gesagt, wenn wir es schaffen, das wäre natürlich toll, dann würden wir versuchen, auf die Hälfte zu gehen. Das ist 100%, also muss man sagen, 50% vom Ausgangswert. Erreicht haben wir tatsächlich für diese Nutzungen einen Verbrauch von 100, also ein Viertel. Das heißt, Kosten eingehalten, aber mit anderen baukonstruktiven Strategien die Sache entwickelt. Und so kam es zu Neuerungen, und die darf man sich nicht verstellen. Einstein hat so schön gesagt, er wäre mehr an Zukunft interessiert als an Vergangenheit, weil er vorhätte, in ihr zu leben. Fand ich eine ganz gute Perspektive. Also man muss wirklich wissen, warum man es macht. Ich bringe nur noch mal zurück jetzt auf diese Hannover-Jahre. Das Expo-Dach als Wahrzeichen war gefordert. Das war Teil einer Komposition, wohlgemerkt, Gesamtkomposition, die bestand aus der Wasserfläche, die dann aufgelöst wurde in 5 Meter breite Grachten. Man konnte immer so über lokale Brücken drüber gehen. Und diese 10 Schirme, die hier stehen, haben ihr gesamtes Regenwasser immer in die Mitte gebracht. Und im Kreuzungspunkt der Grachten kam dann das von oben runter sichtbar, insofern, als das in so einer Höhe abgeschnitten wurde, die Rohre. Man hat uns gesagt, es wird eine Katastrophe werden, weil das, wenn es richtig schüttet, dann gibt es dynamische Kräfte, dann fängt das an zu pumpen und dann gibt es unglaubliche, gar nicht mehr bewältigbare Zusatzlasten für das Tragwerk. Deswegen, das mussten auch wir erfinden. Ich habe noch gestritten mit dem Kollegen in der Hochschule, einem Ingenieur, der halt den Teil kennt. Und wir haben gesagt, ja gut, dann zerschneiden wir das eben. Das haben wir Rohr im Rohr gemacht, immer mit Abstand. Und das kam runter und hat zerfetzt sozusagen am Ende, aber doch wieder kontrolliert. Und der Gedanke war der, von der Funktion ausgehend, das Motto der Weltausstellung in Deutschland war Mensch, Natur, Technik.
Dazu sollten Beiträge kommen. Und Mensch, habe ich gesagt, ist klar. Zu der Zeit, wo die Weltausstellung ist, regnet es statistisch mit am häufigsten. Wir machen ein großes Dach. Da können Tausende drunter sein, wenn man will. Zweitens, es muss natürlich Licht durchkommen, sonst ist es innen dunkel. Es muss attraktiv sein für die Belichtungsseite. Drittens, also dann kommt Material, Technik machen wir mit Holzkonstruktion als nachwachsendem Rohstoff in einer ganz neuartigen Art von Tragwerk. Das war dann mit Natterer und Bertsche und Kreuzinger und einem sehr guten Prüfingenieur. Mensch, Naturtechnik, Natur ist Material und die Technik eben so weit beansprucht. Jetzt sehen Sie mal, die sind einzelne Schirme, jeweils 40 mal 40 Meter, also 1600 Quadratmeter, jeder einzelne von diesen 10 Schirmen. Und die, über die Diagonale, die größte Spannweite, ist die engste Lage dieser Rippen. Rippen eben deshalb, weil die Luft, Entschuldigung, weil die, das Licht durch musste. Ich hatte das zunächst so im Büro gezeichnet, da wussten wir das selbst noch nicht so richtig, und haben gesagt, das soll da unten entstehen. Und dann haben die Leute, auch wenn sie von weit her kommen und sich da auf dem Gelände befinden, da gibt es einen Bereich, wo sie geschützt sind. Und dann musste man da natürlich durch. Und das ist nicht nur eine antiklassische Fläche, also eine, die in zwei Sattelfläche, nicht in zwei Richtungen gegenläufige Krümmungen hat, wodurch jedes Lattenkreuz in beiden Richtungen Fixierstellen darstellt, sondern es musste auch eine entsprechende Verteilung bzw. Aufnahme der Lasten stattfinden, sodass man eben innen über die große Distanz das da aufnehmen könnte. Ich habe Gott sei Dank konnte man erreichen, dass man vom Prüfstatiker Seite akzeptiert hat, dass die Dinger am Rand sich etwas bewegen dürfen. Ich habe gesagt, es ist doch völlig egal, bei Sturm, na schön, was macht denn ein Segelboot? Sofort raus aus dem Wasser oder wie? Das lass es sich doch bewegen. Statt dass man sagt, es muss starr bleiben, ganz egal, wie stark die Luft bläst, der Wind, Sturm bläst. Heißt, er hat gesagt, es gibt in Deutschland eine Person, wenn der uns den rechnerischen Nachweis liefert, ist das okay, das hat er dann auch gemacht. Und das ist ein Viertel von einem solchen Dach. Und das war natürlich für alle neu, die Zimmerleute haben geflucht und waren am Schluss enorm stolz, dass sie es hingebracht haben in der Halle, weil man die ganzen Leimpunkte bei bestimmter Temperatur noch machen kann. Außen war es zu kalt geworden. Dann haben wir nur die Dinger nicht mehr rausgebracht. Und dann musste man einen Teil von der Fassade von der Halle wegnehmen. Aber Sie sehen mal so die Proportion, das ist ein Viertel von einem Schirm. Das hatten wir in etwa vorhin schon, man sieht ganz gut, ich denke mal, die Lichtdurchlässigkeit und da unten das Wasser, was sie leider bis auf die Kreuzungspunkte zugeschüttet haben, das finde ich, ist ein Jammer. Aber es ist, naja. Und das ist das Letzte von diesen Bildern. Ich höre auch jetzt auf, weil es geht ad infinitum. Ich nenne das alles Leistungsformen. Man muss erst definieren, was muss das Ding können. Und dann muss man sich daran orientieren, was es an Potenzial gibt, an technischem Potenzial. Und das ist nicht unbedingt das, was man halt verlängert, sondern man muss das Wesen der Dinge verstehen. Das heißt also auch die Prozesse der Herstellung von Sachen. Diese Geschichte in Linz mit diesem Grid, da muss man sich interessieren für die Frage, wie sowas produziert werden kann. Das kann man vor allem in technischen Hochschulen. Das heißt, mit Injection Molding, das ist eine unglaubliche Geschichte. Wir haben dreimal den Werkzeugsatz gebraucht, das hat, glaube ich, 15.000 gekostet jeder, und haben, wie gesagt, 220.000 Stück verlegt. Mit weißen Handschuhen wurde das eingebaut, natürlich unter hygienischen Voraussetzungen. Es mussten zwischen 98% Reflexion war gefordert, damit es nicht heiß wird. Stell dir vor, es ist nur 70, dann ist die Hölle, dann kann man es nicht mehr benutzen. Der Bauherr, ein junger Bürgermeister, der das als erstes verordnet hat und gesagt hat, was ist ein Design Center, sowas machen wir. Und zwar dort, wo die nötige soziale Veränderung stattfinden muss, in dieser, wir sagen, Sauerampfer-Gegend. Ja. Und der war zweimal am Tag auf der Baustelle, die ganze Bauzeit über, und hat zu mir mal auf halber Strecke gesagt, Herr Professor,
Ich glaube ihnen ja das, was sie sagen. Aber eins müssen sie wissen, wenn das nicht hinhaut, kostet es mir einen Kopf. Er hat nicht gesagt, kostet ihren Kopf. Und deswegen kann ich sagen, schönen Dank für Ihr Interesse. Das funktioniert immer noch.